Karl Lauterbach wünscht sich ja eine Pflegeversicherung für alle, quasi eine Bürgerpflegeversicherung. Würden Sie sagen, dass das dem Problem auch helfen würde? Oder wäre das nur mehr Geld in ein kaputtes System reinzukippen? Tja, also meine persönliche Meinung ist, dass es gibt strukturelle Probleme in der Pflege, keine Frage. Bei dem Thema Finanzierung habe ich das auch gelesen, dass er das zusammenlegen möchte. Parallel ist die Pflegereform jetzt so aufgesetzt, dass er in Summe 6,6 Milliarden Euro mehr in die Pflege hineinbringen möchte. Wenn man sich jetzt mal anschaut, dass dieses Bürokratiemonster der Anträge von bestimmten Leistungen, die man in Anspruch nehmen möchte, dazu führt, dass 12 Milliarden bestehendes Budget nicht abgerufen wird, wüsste ich jetzt nicht, dass das jetzt mit mehr Budget weniger kompliziert wird. Also ich glaube, man müsste erstmal ganz grundsätzlich dieses Antragsthema klären. Ist auch schon seit Jahren im Gespräch unter dem Stichwort persönliches Budget in der Pflege. Gibt es leider nicht. Das wäre mal ein großer Wurf geworden. Wäre auch wünschenswert, das hinzubekommen, dass man unbürokratisch die Leistungen abrufen darf, die einem gesetzesmäßig aus der Pflegeversicherung zustehen. Genau. Also. Erleben Sie auch, dass viele Angehörige mit der Bürokratie überfordert sind? Man muss ja viele Anträge ausfüllen. Ist das sehr kompliziert? Also ist Bürokratie per se ein Problemthema in der Pflege? Ja, das ist ein Riesenproblem. Also das habe ich ja vorhin versucht, mal einleitend zu erklären. Die Angehörigen schieben das Thema sehr weit weg. Irgendwann sind sie dann unmittelbar konfrontiert. Der erste Irrtum ist, wir sind in einer Vollkaskoversicherung, ist nicht der Fall. Und dann geht's los. Dann ist die Frage, was kann ich denn überhaupt alles in Anspruch nehmen? Von wem? Wie funktionieren die Ansprüche? Wer darf Leistungserbringer sein? Und so weiter. Das ist ein Dickicht an Unklarheiten, die man sich dort abarbeiten muss. Und das ist schon ziemlich kompliziert.